Hallo, wir bauen heute einen Memo-Clip-Halter. Ist nichts Aufregendes. Da habe ich mal den Plan dazu. Den Plan werde ich später dann im Video einfügen, dass ihr euch das anschauen könnt, beziehungsweise screenshotten könnt und dann nachmachen könnt. Leute, es ist nichts Aufregendes, es ist eine Kleinigkeit. Braucht ihr keine Angst haben, dass das Video zu lang wird, weil das ist eine schnelle Geschichte. Und ja, das machen wir heute. So, als erstes braucht ihr mal irgendein Holz. Buchen, Eichen, Fichten, das ist ganz egal. Gescheiter wäre ein Hartholz, weil das reißt nachher nicht so viel aus und ist viel leichter nachher zum Bearbeiten. Und ja, Eichendall muss nicht viereckig sein, sondern kann auch so eine Form haben. Ihr könnt so alle verschiedenen Formen nehmen: Dreieck, Kreis, Viereck, das ist ganz egal. Und dann schneidet ihr mal 2 cm große Stücke mit einer Kreissäge runter oder mit der Säge und müsst noch schleifen, das der Weiche überlassen. Mit der Kreissäge geht es halt ein bisschen schneller. Und ja, mit dem fangen wir jetzt einmal an. Die ganzen Kanten alle noch richtig scharf und ja, dann nehmt ihr euch, wie schon vorher gesagt, verschiedene Formen her und schneidet euch einmal mehrere oben und dann fangt ihr an, die Kanten so wie da jetzt da zum Kantenbrechen und ja, wie auch gesagt, wegen die Formen, ihr könnt es ölen, lackieren, beizen, das bleibt euch überlassen. Ihr könnt es einfach beizen und lackieren und ja, der nächste Schritt ist jetzt das Kantenbrechen und das machen wir gerne mal. Noch ein Kantenbrechen, wenn ihr das fertig habt, könnt ihr feinschleifen. Das heißt, ihr nehmt ein ganz feines Schleifpapier und schleift das ab, da ist nichts Schweres dran. Und ja, der nächste Schritt ist dann das Lackieren. Ja, ich habe leider keinen Klarlack für die Pistole. Deswegen habe ich mir einen ganz normalen Lack gehabt, der ist für Holz und ist eben ein Chlorlack. Ihr könnt es auch probieren mit verschiedenen Formen, schaut sicher auch lässig aus, mit Pink und Neongelb und so eine Sachen. Da gibt es ganz viele verschiedene Formen, das wisst ihr. Und ja, das werden wir jetzt einmal lackieren. Ja, nachdem der Lack trocknet ist und ihr eine glatte Oberfläche habt, braucht ihr nur noch da oben in der Mitte, das rechnet euch nachher aus, ein Loch einbohren und ja, danach kommt der Memo-Clip-Halter oben rein, beziehungsweise den werden wir dann einleimen und ja, dann ist der ganze Hitz einmal fertig. Aber erstmal bohren wir ein Loch rein. Jetzt erledigt ist, dann könnt ihr im Internet auf Amazon um 8 Euro glaube ich 50 Memo Clip Halter bestellen. Das schaut so aus. Und ja, das da unten hat jetzt genau 2 mm und jetzt habe ich logischerweise mit 2 mm da in unserer runden Form ein Loch reingebohrt und jetzt werden wir den Memo Clip Halter mit Lackleim in dieses Loch einleimen. We
Und so schnell habt ihr einen Memo-Clip-Halter für eure Fotos. Und ja, das Ganze ist, wie ich schon gesehen habe im Video, ganz einfach. Und ihr braucht keine Hexerei draus machen, weil das ist, glaube ich, für jeden zum Schaffen. Und ja, somit hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal und ciao.